Heute ist der 31. Oktober, besser bekannt als Halloween. Okay, Leute, servus und ein herzliches Willkommen zum Halloween-Special. Ein Tag, an dem selbst unsere Omas wach bleiben. Ein Tag, an dem selbst unsere Familie versucht, uns ein Schrecken einzujagen. Mein Opa liebt es, Leute zu erschrecken. Und dieses Mal wollte er mich dran kriegen. Ich habe aber gerade gesehen, wie er sich hinterm Bett versteckt hat. Er glaubt echt, ich sehe ihn nicht. Oh, jetzt hast du mich aber dran gekriegt, Opa. Und wie ich meine Community kenne, befindet ihr euch eher in einem sehr jüngeren Alter. Weshalb ich mir gut vorstellen kann, dass einige unter euch die Art von Menschen sind, die mich heute Abend wirklich absolut abfacken werden. Ihr spawnt aus dem Nichts und wollt auf einmal Süßigkeiten von mir. Ich will Snickers. Verpiss dich, du Hurensohn. Ich will Snickers. Oh, ich hasse Kinder. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Snickers und der Hunger ist gegessen. Halloween. Extrem gruselig, teilweise absolut brutal. Und dann denken sich irgendwelche Achtjährigen, an meine Tür zu hämmern und zu schreien: Süßes oder Saures? Halt die Fresse und verpiss dich, du Übrigens, mit Saures ist nichts wirklich Saures gemeint, wie Santa Shocks oder so, sondern dass sie dir aufs Maul hauen. Was würdest du den Leuten sagen, wenn du sie sehen würdest? Ich würde die abstechen. Das macht man doch nicht. Habe ich damals als Kind null gerafft? Und wie will mir überhaupt ein Achtjähriger aufs Maul hauen? Aha, es geht durchaus. Entspann mal deine Welt. Der Neunjährige wird so aggressiv, dass seine eigene Mutter Angst vor ihm hat. Zur gleichen Zeit gab es früher immer irgendwelche weirden Trends, wie Klopapier übers Haus zu werfen oder Eier gegen die Scheibe zu werfen. Nächstes Mal will ich glutenfreie Schokoriegel, du Spast. Hey, sag mal, was ist denn los mit dir? Jawohl, niedergestreckt, die Sau. Vor allem kommen manchmal diese Kinder um so unmenschliche Uhrzeiten. Du sitzt um 23 Uhr in deinem Bett und schaust gerade deine Lieblingsserie. Du aufgesetzter Schickimicki-Fernsehmoderator. Sorry, ich glaube, das muss mich anhören. Sag mal, ich glaube, ich spinne, der beschimpft mich hier live. Was ist das für ein Penner? Und dann auf einmal... Oh, wer ist das denn um die Zeit? Och, Junge! Was willst du bitte schön? Süßes oder Saures? Hm? So, jetzt lass mich meine Serie spielen. 3, 2, 1. Ehre genommen, Vorhaut genommen, Leben genommen. Der dämliche Hausmeister hat das Licht ausgemacht, ich glaub das nicht. Es gibt natürlich auch Menschen, die Kinder so sehr hassen, dass sie genau an Halloween alles dafür tun, dass diese nicht an ihrer Tür klingeln. Gustav, wollen wir dann zum nächsten Haus? Das sieht ja mega kacke aus. Egal, let's go, ich will die neue Mr. Beast Schokolade. Boah, scheiße, fuck! Was ist los mit dir? Bro, da sind fucking Bärenfallen überall am Boden. Runter von meinem Rasen. Was stimmt denn nicht mit Ihnen? Er ist jetzt gerade gestorben. Ich hab gesagt, runter von meinem Rasen. Winst du total? Geh wieder rein. Ja. Ich puste ein Loch in die Fresse und dann gehe ich wieder rein und schlaf wie ein Baby. For real, manche Häuser in der Nachbarschaft waren gruseliger als Halloween selbst. Die einzige Möglichkeit, Halloween selbst wirklich gruselig zu machen, sind ja eigentlich Horrorfilme. Behind you. Haben Sie 10 Minuten Zeit? Dann würde ich mir die gerne nehmen, um mit Ihnen über Ihren aktuellen Versicherungsschutz zu sprechen. Kontaktieren Sie mich. Aber manche Eltern übertreiben maßlos, wenn es um diese Sache geht. So, Jungs, es ist ja Halloween. Ja. Ich wollte mein neues Lego-Set ausprobieren. Hier gibt's kein Lego, sondern heute ist Männerabend. Ah, heißt das, wir spielen Fortnite? Für Fortnite! Ruhe! Wenn der Boss redet, halten die Krümel die Schnauze. Wir machen einen Filmabend. Hä, das ist ja voll cool. Und was schauen wir? Den neuen Terrifier 3 Film und Sinister hätte ich zum Einsteigen hier. 6,5 Stunden später. Oh, geil. Und wie fandet ihr die Filme? Ich will nicht mehr. Bing-Bong, der Eiermann ist da. Oh, da ist unsere Pizza. Kinder, macht ihr bitte die Tür auf. Hör auf rumzuheulen, wir haben es alle nicht leicht im Leben. Mir geht's so schlecht. Ich wette, es gibt so viele Kinder, die solche Filme wirklich viel zu früh geschaut haben und jetzt einfach ein Trauma davon haben. Guckt niemals mit eurer kleinen Schwester Horrorfilme. Die steht jetzt die ganze Zeit an meinem Bett, weil sie nicht schlafen kann. Guck mal. Geh jetzt mal ins Bett. Jetzt will sie auf einmal Annabelle sein. Was ist mit ihr, ey? Geh jetzt mal schlafen. Vor allem ergeben viele solcher Horrorfilme überhaupt keinen Sinn. Neben Horrorfilmen gibt es natürlich auch Horror-Games, die meiner Meinung nach deutlich schlimmer sind. Okay, so the first night is never usually that bad in any game, so I'll play through.
Was soll denn der Lärm hier? Dieses Spiel ist wahnsinnig. Du spielst irgendein Anime-Game. Ist das überhaupt gruselig? Ja, dann schau dir doch mal das Spiel genauer an. Hier sind nur irgendwelche Leute, die was von Büchern labern. Ist doch voll das friedliche Game. Ach du Scheiße, was ist das denn? Warum ist sie tot? Ich persönlich kenne sehr viele gute Horror-Games und spiele sie auch gerne. Yo, was war das? Und da heute Halloween ist, werde ich heute um 17 Uhr live auf Twitch ein paar Horror-Games mit euch spielen. Aber bevor wir das tun, werde ich mich live on Stream in das hier verwandeln. Zumindest ist das der Plan. Und zwar schminkt mich meine Freundin und ich schminke sie, so dass wir am Ende so hier aussehen. Ja, ich habe ein bisschen Angst davor, ich habe noch nie irgendwen geschminkt. Am Ende sieht sie so hier aus. Ich smashe total gerne mit dir. Aber schaltet ja gerne ein auf Twitch, NetamiTV, denn Schminken ist ziemlich wichtig. Oder allgemein Kostüme sind sehr wichtig. Du willst ja am Ende nicht so hier rumlaufen, sondern lieber so hier. Standardkostüme sind zum Beispiel Skelett, Hexe, Clown. Ich meine, da könnte man gleich Ronald aus McDonald's als Kostüm nehmen. Irgendwelche Weird Killer-Omis. Oder auch das hier. Was ist das? Ein ganz normaler, cleaner, deutscher Burger. Bro, wieso will ich als Zitrone laufen? Oder als fucking Erdnuss-Marmeladen-Sandwich-Duo? Boah, gute Frage. Es gibt schon echt sehr weirde Kostüme. Eine Banane. What the fuck? Dann gibt's noch Leute, die sich als Schlumpf verkleiden. Was soll daran gruselig sein? Oder als Badewanne. Und wieso sieht der aus wie Papa Platte? Bro, und was ist das? Digga, ich weiß nicht mal, was das darstellen soll. Und warum ist der gefühlt nackt? Und auch schöne Achseln einfach. Und da ist noch jemand mit einer Badewanne. Ist das witzig oder was? Bruder, ich bin so kurz davor, wirklich alle Nerven komplett zu verlieren. Digga, und der Typ sieht so aus, als würde das Leben seiner eigenen Familie auf dem Spiel stehen. Hilf mir bitte. Und keine Ahnung, wer sich als das hier verkleiden will. Oder was soll dieser Teddybär an dem Arsch überhaupt? Und Bro, beim besten Willen, ich habe keine Ahnung, was das hier sein soll. Ich meine, das ist wirklich gruselig. Aber auf diese verstörende Art und Weise. Hat er sich gelb angemalt für die Scheiße oder was? Sieht der überhaupt da irgendwas? Ist das überhaupt ein Mensch mit seinem iPhone 1, was er aus dem Zweiten Weltkrieg noch mitgenommen hat? Dabei müsste man ja eigentlich denken, dass es Spaß machen sollte, sich zu verkleiden. Mein Bruder hat ein Weihnachtskostüm ausgepackt. Guckt euch das mal an, ey. Oh mein Gott, ey. Ich bin als Kind legit jedes Jahr mit dem gleichen Kostüm rausgegangen. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Wenn ihr nicht zu Halloween rausgeht oder nach eurem tollen Rundgang noch etwas Zeit habt, würde es mich freuen, wenn ihr heute um 17 Uhr auf Twitch vorbeischauen würdet. Ich bin dort wahrscheinlich mit meiner Freundin live und ich spiele ein paar Horror-Games. Maybe habe ich Glück und meine Freundin spielt auch ein paar Horror-Games. Das wird absolut in die Hose gehen. Deswegen schaut da gerne vorbei, würde mich mega freuen. Und vor allem, wenn ihr dort ein Follow da lassen würdet. Und abonniert gerne diesen Kanal. 80% von euch haben immer noch nicht abonniert. Wow, was ein Wunder. Abonniert endlich diesen Kanal, bitte.